Wenn ich bedenke, wie gut der Tyrant-Kampf lief und wenn ich gerade sehe, wie schlecht der Kampf hier läuft, ist es gerade richtig schade. Mann, 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 Mann. Ich hatte doch sonst nicht so viele Probleme mit dem. Okay, fuck, ich bleib auf Distanz bei ihm. Und er trifft mich volle Kanne an dieser Drecks-Giftwolke. Ich sollte mich da vielleicht nicht allzu viel bewegen. Ich glaube, das Herz bei ihm zu treffen macht den meisten Schaden. Dass ich mich entsinnen kann. Ich glaube, ich habe gerade eher seinen Kopf getroffen. Er scheint aber langsam sauer zu werden, weil er spuckt schon mehr von diesem Zeug aus. Das heißt, ich habe den wohl schon ein paar Mal getroffen. Der hat sich im letzten Moment geduckt, der Penner. Das kann nicht wahr sein. Scheiße. Muni ist leer. Es sah doch schon so gut aus. Es sah doch schon so verdammt gut aus. Nein! Och Mann. Ich will den schaffen. Ich will den schaffen. Fliegt mir erstmal volle Kanne ins Gesicht, das Zeug. Ja, nur das sind wirklich Volltreffer, die richtig in sein Herz reinzielen. Heilen. Definitiv, weil seine Ranken machen Volltreffer. Und was dann passiert, habt ihr gerade gesehen. Das ist auch scheiße, wenn das passiert. Und das sollte nicht passieren. Ja, wunderbar, hat mir volle Kanne seinen Scheiß ins Gesicht gespritzt. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nicht zu nah ran. Okay, aber getroffen habe ich ihn auf jeden Fall.
Nosferatu, wir werden definitiv keine Freunde werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Also den Tyron-Platz kriegst du nicht bei mir. Selbst der macht noch mehr Spaß als du. Du bist einfach nur ekelhaft. Du kannst nicht viel, aber du bist ekelhaft. Man weicht ein Stückchen aus und es bringt nichts. Klasse. Weg mit dir. Das war, glaube ich, der. Ja, war letzter Schuss. Okay, jetzt helfen nur noch Fernwaffen. Sind scheiß Tentakel überall. Ich verpratze meine ganzen Pfeile gegen den. Scheiße. Fuck, wenn er mich jetzt erwischt, dann bin ich so gut wie Geschichte. Ist er tot? Oh Gott. I'm sorry. I failed you. Don't worry about it. Let's go. Ugh.
swear I'll protect you next time, Claire. We did it! We're finally out! Look! There's a snowmobile over there! Australian base with this. Yeah, let's go! I won't forget about this, Claire. Alexia! In der Zwischenzeit, auf der verlassenen Insel, Chris Redfield. It's emo time. Following up on a lead given to me by Leon has brought me here. Und es war natürlich so klar, dass wir Chris auch noch spielen dürfen. Das hat mich damals bei Code Veronica sehr überrascht. Ja, und wir spielen Chris Redfield, den Bruder von Claire Redfield. Und wir haben ein Messer, 18 Dingens und ein, ja, Erste-Hilfe-Spray, also Standard. Okay, was hast du zu sagen? I didn't expect to find another living person left on this island. Who are you? I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire?
You know who she is, don't you? Don't worry about her. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Okay, jetzt sind wir wirklich der letzten Überlebende. Ich muss ihn retten. Ja. Chris, du bist so eine Leuchte. Der ist gerade gefressen worden. Der ist nicht mehr zu retten. Oh Mann, Chris. Ich sehe schon, wir werden viel Spaß zusammen haben. Aber erst in der nächsten Session von Code Veronica. Gut. Ich verabschiede mich. Euer Fucky Lines 85 sagt Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Aus.